Im vergangenen Frühjahr werden Vorwürfe gegen die Band Rammstein laut. Beherrschen wochenlang die Schlagzeilen. Mehrere junge Frauen berichten nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am Rande von Konzerten. Frauen sollen für Aftershow-Partys gecastet und von Frontmann Till Lindemann zum Sex ausgesucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelte gegen Lindemann wegen des Verdachts sexueller Übergriffe und der Abgabe von Betäubungsmitteln. Nach gut 2 Monaten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt. Auch, weil sich keine Zeuginnen gemeldet hatten. Und jetzt eine neue Dokumentation. Unsere NDR-Kollegin Elena Kuch hat zusammen mit 4 weiteren Autorinnen und Autoren neue Erkenntnisse zusammengetragen. Seit knapp 10 Monaten recherchieren sie zum Fall Lindemann und speziell zur Reihe 0, der Row Zero. Warum berichten sie trotz eingestellter Ermittlungen weiter? Der Film beschäftigt sich ja vor allen Dingen auch mit der sogenannten Row Zero. Kannst du noch mal ganz kurz einordnen, von wo wir kommen? Die Row Zero, die Reihe 0, ist so ein Bereich bei Rammstein-Konzerten zwischen der ersten Reihe und der Bühne, dieser Graben, wo sonst die Securities stehen. Und über mehrere Jahre gab es bei Rammstein-Konzerten diesen Bereich, in den Frauen eingeladen wurden. Und viele von diesen Frauen sind dann auch zu Partys eingeladen worden mit Till Lindemann. Zu Pre-Partys, zu Aftershow-Partys oder zu Partys ins Hotel. Und von denjenigen, die auf diesen Partys waren, sind dann immer noch welche ausgewählt worden, oder zeigen das die Recherchen, die dann Till Lindemann teilweise zum Sex geradezu zugeführt wurden. In der Doku taucht eine neue Zeugin für dieses System auf. Eine Insiderin aus Russland. Sie treffen sie in Istanbul. Anna Yakina ist Musikmanagerin. Sie war mit Weltstars auf Tournee. Ich möchte betonen, dass alles, was ich hier sage, meine eigene Meinung ist. Sie hat bei Rammstein-Gigs gearbeitet. Mit dem Projekt Lindemann war sie auf Tour in Russland. Nach dem Konzert hat sich Till mit einer Gruppe von Mädchen in seiner Garderobe eingeschlossen. Als ich das beobachtet habe, wurde die Tür von seinem Bodyguard bewacht. Niemand durfte rein. Und dann fängt man an zu merken, dass etwas nicht stimmt. Die Mädchen kommen nicht von selbst. Sie werden wortwörtlich hineingetrieben. Backstage, ins Restaurant, ins Hotel. Sie werden ihm wie auf einem Teller serviert. Till Lindemann hat dafür über Jahre offenbar ein Netzwerk an Vertrauenspersonen. Eine der wichtigsten, Alena Makeva, die sich selbst Casting-Direktorin nennt. Alena Makeva schreibt nach eigenen Angaben mit hunderten Frauen in vielen Ländern, um sie für die Reihe 0 oder private Treffen mit Till Lindemann zu rekrutieren. Alena ist mal zu mir gekommen. Sie hat mir erzählt, dass sie sich eine coole Sache ausgedacht hat. Während Till auf der Bühne ist, würde sie ein paar Mädchen in sein Hotelzimmer bringen. Die Mädchen sollen im stockdunklen Zimmer auf Till warten. Und wenn er kommt, sollen sie ihm einen blasen. Das Team der Investigation hat versucht, Alena Makeva auf verschiedenen Kommunikationswegen mit ihrer Aussage zu konfrontieren. Gab es diesen Plan vom Blowjob im dunklen Hotelzimmer? Eine Antwort haben sie nicht bekommen. Und könnt ihr dann sowas, so eine krasse Geschichte, einfach so stehen lassen? Wir haben ja nun mehrere Monate zu dieser Row Zero und zu diesem System der Frauenrekrutierung recherchiert. Und aus dieser Recherche hat sich so Puzzlestück für Puzzlestück ein Bild zusammengesetzt. Und dieses Bild zeigt eben, dass dieses Rekrutieren von Frauen ein System hatte. Und diese Geschichte, diese Erinnerung, die uns Anna Yakina geschildert hat, die passt sehr gut in dieses Bild. Und auch wenn Alena Makeva ihr das nur geschildert hat und Anna Yakina selbst auch gar nicht weiß, ob sich das am Ende dann so zugetragen hat, weil sie war selbst nicht dabei, steht diese Anekdote für das, was Alena Makeva, diese sogenannte Casting-Direktorin, gemacht hat für Till Lindemann. Das Team überprüft die neue Zeugin. Findet bei den Recherchen Fotos von ihr mit Lindemann und Makeva. Mehrere Quellen bestätigen ihnen die Angaben zur Person. So befinden sie sie für glaubwürdig.
geäußert hat, dass ich uns... Eine Bekannte von Makeva, die Zeugin Elnara Nurieva, die auch bei euch im Film vorkommt, die beschreibt dieses Recruiting von den Frauen so, dass sie sagt, dass es auch total viele gegeben hätte, die förmlich, so sagt sie es, darum gebettelt hätten, Till Lindemann zu treffen und womöglich auch mit ihm Sex zu haben, die sich also sehr bewusst waren der Umstände, in die sie da hineinkommen könnten. Ist es denn überhaupt möglich für Lindemann und seine Entourage, da zu unterscheiden, wer das will und wer das nicht will und welcher Vorwurf ist ihnen eigentlich zu machen? Also ja, das stimmt, es gab ganz viele Frauen und wir haben auch mit einigen dieser Frauen gesprochen, die diese Partys, diese Aftershow-Partys als die besten Partys ihres Lebens in Erinnerung haben. Und wir haben auch mit Frauen gesprochen, die mit Till Lindemann Sex hatten und die es super fanden. Vielleicht gab es sogar 8 oder 9 von 10 Frauen, die auf so eine Party gegangen sind, die wussten, worum es geht, worauf sie sich einlassen. Aber es gab diese 1 bis 2 Leute, die es nicht wussten. Und dieses Zuführen von Frauen zu Till Lindemann, es ging unfassbar schnell. Und das war auch Anna Jakina sehr wichtig, in dem Interview diesen Punkt zu machen, dass es viele gibt, die das auch gut finden, denen auch klar ist, worauf sie sich einlassen, und andere, die da in so eine Situation, auch in so eine gruppendynamische Situation geraten, in der sie möglicherweise sich dazu gezwungen sehen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen. In der Doku berichtet eine junge Frau von so einem Erlebnis. Auch Cynthia A. wurde von Alena Makeva in eine Chatgruppe der Reihe 0 eingeladen. Sie meldet sich für eine Tanzperformance mit Till Lindemann beim Solokonzert in Hannover. Hi, ich brauche 3 bis 6 Mädchen, die Teil der Show sein wollen. Die Mädels sollten Unterwäsche tragen und stehen neben Till. Es wird so eine Art Discoball. Im Sommer 23 sprechen wir zum ersten Mal mit Cynthia. Verdeckt. Ich habe extrem viel Rammstein gehört, jeden Tag. Ich mochte die Texte und ich mochte auch Provokation total gerne. Ich habe keine Lust. Im Februar 2020 kommt sie zur Probe der Performance in die Konzerthalle. Ein Crewmitglied führt sie in den Backstage-Bereich. Dort trifft sie Till Lindemann, ihr Idol. Ihre Erinnerung hat sie an Eidesstatt versichert. Und dann hat er quasi so eine Komm-her-Bewegung gemacht mit seinem Finger. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen. Und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Also meine Erwartung war definitiv nicht, dass wir jetzt miteinander schlafen. Und dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen. Und mit mir Sex zu haben. Ich war in dem Moment eigentlich nur so ein Stück Fleisch und ich habe dann einfach gewartet, bis es vorbei ist. Es ist ihm wahrscheinlich auch sehr schwer gefallen, mit mir Sex zu haben, einfach weil mein Körper so reagiert hat. Ich habe danach auch sehr stark geblutet und dann hat er gesagt, danke, jetzt geht's mir besser. Wir mussten dann halt eben da auftreten und ich war ab dem Moment einfach schon komplett neben der Spur. In dem Fanvideo tanzt Cynthia im engen Plastikball neben Lindemann, der bedeutungsschwanger Alle Frauen, alles meins singt. Ich kann ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er sich irgendwie gegen meinen Willen verhalten hat oder dass ich irgendwie Nein gesagt habe oder dass ich mich gewehrt habe. Aber es war halt auch einfach keine Situation, in der ich hätte Nein sagen können, weil irgendwie hatte ich ja auch das Gefühl, er ist Till Lindemann und er ist ein Rockstar und ich bin total der große Fan. Cynthia A. sagt auch in eurem Film jetzt, sie könne Till Lindemann so sinngemäß nicht vorwerfen, dass er irgendwas gegen ihren Willen gemacht hätte oder dass sie Nein gesagt hätte. Warum berichtet ihr dann nochmal so explizit über diesen Fall? Für uns ist der Fall Cynthia A. total exemplarisch für dieses System Row Zero und für den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Vor allem, weil er so ein Grenzfall ist. Weil sie sagt, ich habe nicht Nein gesagt, aber das, was er gemacht hat, war aus meiner Sicht nicht okay. Darunter leide ich bis heute. Wie habt ihr denn im Fall Till Lindemann abgewägt,
ob das öffentliche Interesse größer oder wichtiger ist als der Schutz seiner Persönlichkeitsrechte. Till Lindemann hat auch selbst immer wieder sein eigenes Sexleben thematisiert. Als Künstler auf der Bühne, da kann man immer noch sagen, okay, ist das jetzt Kunst oder ist das reales Leben? Da sagt sein Anwalt, das ist Kunst. Aber auch in Interviews hat er sich geöffnet, hat Selbstöffnung gemacht und auch über Sexleben gesprochen, über sein Frauenbild. Also zum Beispiel hat er schon im Playboy, ich glaube 2006, gesagt, er will und muss noch ganz viel ficken, sozusagen auf Halde, falls mal nichts mehr kommt. Paraphrasiere ich jetzt. Ne? Und dadurch sagen wir, dass wir seine Intimsphäre nicht verletzt haben, weil über sein Sexleben hat er selbst schon gesprochen. Das Landgericht Hamburg hat euch unter anderem untersagt, über Fälle zu berichten, bei denen ihr den Anschein erweckt, der Sex sei oder die alles, was da passiert ist, sei nicht einvernehmlich gewesen, also dass es zu strafbaren Handlungen gekommen sei. Dabei ging es auch konkret um den Fall Cynthia A. Und jetzt rollt ihr diesen Fall Cynthia A. im Film nochmal auf. Widersetzt ihr euch damit nicht gegen die Auflagen? Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass sich Till Lindemann über den Willen hinweggesetzt hat oder den Anschein erwecken, dass es nicht einvernehmlich gewesen sein könnte. Über den Fall Cynthia A. können wir aber weiter berichten. Und den Vorwurf des Machtmissbrauchs, den können wir auch weiterhin erheben. Wegen dieser Eindruckserweckung musste das Rechercheteam in den vergangenen Berichten 5 Sätze ändern. Über einen Fall dürfen sie nicht mehr berichten. Gemeinsam mit seinem Anwalt Simon Bergmann ist Till Lindemann gegen mehrere Medienberichte vorgegangen. Passagen aus Artikeln sind verboten worden. Wie blickt der Jurist auf die Veröffentlichungen? Unsere Kolleginnen von der Investigation haben ihn dazu befragt. In Fällen von MeToo ist das häufig die Situation, dass sie Aussage gegen Aussage haben. Und da ist meine Kritik, die ich an die Medien richte, dass hier viel zu früh und viel zu vorschnell über derartige Dinge berichtet wird in Form eines Verdachts. Mit der Folge, dass die Betroffenen ihr Leben lang stigmatisiert und angeprangert sind. Simon Bergmann, also der Anwalt, hat ja sämtliche Unterlassungen gegen die Berichterstattung öffentlich gemacht. Das sind einige und es erweckt so ein bisschen den Anschein, als wenn man in der Berichterstattung so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das sehe ich ganz und gar nicht so, weil auch wenn wir 5 Sätze und eine Passage ändern mussten, der Kern unserer Berichterstattung bestehen bleibt. Und der Kern unserer Berichterstattung ist das systematische Rekrutieren junger Frauen für Sex mit einem Superstar und der Vorwurf des Machtmissbrauchs. Diese sogenannten äußerungsrechtlichen Auseinandersetzungen sind noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Es geht auch um Grundsätzliches. Wie zulässig sind Recherchen zu MeToo-Fällen, bei denen sich keine Straftaten nachweisen lassen? Über dieses Rekrutierungssystem, da kann man natürlich moralisch diskutieren und den Zeigefinger erheben. Auch ich, sage ich jetzt ganz offen, möchte es nicht begrüßen. Andererseits, und um das geht es hier eigentlich, es ist in allen Fällen, nach meiner Kenntnis und nach den Aussagen meines Mandanten, um Sex gegangen, zu dem die Frauen zugestimmt haben, den die Frauen gewollt haben. Und es für den Mandanten auch nie erkennbar war, dass es anders sein könnte. Und der Trick jetzt, ihm dennoch irgendwas vorwerfen zu wollen, ist der, das mit Machtmissbrauch zu begründen. Hat er da einen Punkt? Das ist ganz und gar nicht ein Trick, um jetzt irgendwie Till Lindemann schlecht dastehen zu lassen. Wenn der ein noch so bizarres Sexleben hätte, das interessiert uns überhaupt gar nicht. Simon Bergmann sagt, dass er diesen Vorwurf des Machtmissbrauchs bei Till Lindemann so nicht sieht, weil Till Lindemann ja nicht der Vorgesetzte von diesen Frauen ist. Oder es gibt da kein Lehrer-Schüler-Verhältnis oder Trainer-Sportler-Verhältnis, sondern der ist halt einfach ein Sänger und die Frauen wären ja auch aktiv dahin gekommen, teilweise, um ihn zu treffen. Wenn man sich mit Machtmissbrauch auseinandersetzt, und wir haben ja auch mit einer Expertin dazu gesprochen, und die hat einmal diesen Machtmissbrauch auch in unserem Film definiert. Simone Kämpfer ist Strafverteidigerin und Ex-Staatsanwältin. Sie führt Ermittlungen zu MeToo-Fällen und Machtmissbrauch für Unternehmen, etwa zum ehemaligen Bild-Chefredakteur. Zum Fall Till Lindemann äußert sie sich nicht. Sie beobachtet aber die öffentliche Debatte zu prominenten MeToo-Fällen.
Was ist Machtmissbrauch? Macht hat man über jemand anderen, wenn man qualifiziert überlegen ist, aus welchem Grund auch immer, weil man der Vorgesetzte ist, weil man wohlhabender ist, reicher ist, schöner, klüger. Manchmal wird Macht auch missbraucht in diesem Zusammenhang. Manchmal ist das auch moralisch verwerflich. Mit dem Strafrecht hat das zunächst mal nichts zu tun. Wenn nun ein Fan einen Superstar trifft, den diese Person anhimmelt und es dann auch sogar noch so einen altersmäßigen Unterschied gibt, kann man ein psychologisches Machtgefälle sehen. Machtmissbrauch. Dazu gibt es keinen Paragraphen in unseren Gesetzestexten. Nur weil etwas keine Straftat ist, bedeutet es nicht, dass wir nicht in Form von einer Verdachtsberichterstattung darüber nicht berichten können. Und wir haben dieses Mittel der Verdachtsberichterstattung, um Dinge aus dem Verborgenen ans Licht zu bringen, um die Gesellschaft über mögliche Missstände zu informieren, um zur Meinungsbildung beizutragen, damit Menschen darüber reden können, diskutieren können, debattieren könnten. Wie blicken wir darauf? Am Küchentisch, im Büro, bei Social Media, in Talkshows, in Medien, wie auch immer. Es gibt Regeln für die Verdachtsberichterstattung. Das sind andere Regeln als die für Ermittlungsverfahren. Wer zu einem Verdacht publiziert, muss die Balance halten. Einerseits die Rechte derjenigen wahren, über die berichtet wird, insbesondere die Gegenseite anhören und abbilden, und andererseits auch den journalistischen Auftrag erfüllen, Fälle von großem öffentlichen Interesse bekannt zu machen und aufzudecken. Am Ende muss eine Verdachtsberichterstattung offen bleiben, sodass sich jede und jeder selbst ein Bild machen kann.